Moin Moin und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich habe Angst. Ja, habe ich. Und zwar davor, dieses Level zu spielen. Koala Kong scheint mir so ein Mix aus einem Koala und King Kong zu sein. Und wenn dem so ist... Na toll, schöne Scheiße. Ja. Vielleicht weiß es der eine oder andere noch. Wir haben noch 3 Leben. Hä? What, bitte? Ja, komm schön hier rüber. Bam. Okay, und schon bin ich down. Aha, alles klar. Ich muss also warten, bis so ein Stein hier liegen bleibt. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ah, hör auf, mein Freund. Zack, ein Leben weniger. Okay, komm schon, das schaffen wir. Jetzt hat er wieder so einen fetten. Okay, warten, bis er stehen bleibt. Oh, ich bin versehentlich in die Lava gehüpft. Und es hat ihn überhaupt nicht gekratzt. Weil ich so einen scheiß Minencard getroffen habe, was ihm als Deckung... was seine Deckung irgendwie darstellen soll. Ja, der hat mich nicht mal getroffen, der... Spasti. Wie soll man denn dem Arschkopf ausweichen, ey? Ganz ehrlich. Okay, warten. Jetzt voll in Arsch rein. Okay, 4 scheiß Leben. 1 ist weg. Zwei sind weg. Okay, komm, das können wir. Wir können es auf jeden Fall hinkriegen. Es ist nicht unmöglich. Na, wer weiß, wie viele von diesen TNT-Dingern hier jetzt noch runterkommen. Die TNTs könnten nämlich noch zum Problem werden. Ansonsten... Geh kaputt, ja. So. Werf, mein dicker Freund. Und ich werfe zurück. Und das war's mit ihm. Jeeha! Koala Kong ist down. Damit wäre die ganze Insel geschafft. Glaube ich. Ja, haha. Okay, wie sieht diese Insel dann aus hier? Oh mein Gott. Was soll denn das da oben bitte? Na toll. Okay, nächstes Level. Mal gucken, ob das jetzt wirklich alle Level sind, wenn wir das hier haben, oder ob es danach noch mehr gibt. Was bist du denn? Hä? Oh, das Level sieht anders aus als die anderen. Ich bin beeindruckt. Ja, geil. Wir haben übrigens gerade nach Koala Kong nicht gespeichert, wenn ich das richtig sehe. Weil dieses Spiel irgendwie mir nur die Möglichkeit gibt, nach den Bonusrunden zu speichern. Kann das sein? Das finde ich irgendwie ziemlich scheiße. Das kann doch nicht sein, dass ich nur nach einer Bonusrunde speichern kann. Ich glaube, das Rohr sollte ich nicht berühren.
einmal da. Ja, okay, mal wieder Game Over, das Übliche. Mal gucken, wo wir jetzt wieder landen. Ne. Das gibt es gar nicht. Okay, ich mach mal wieder einen Cut. Bis später. Ich werde dann erstmal wieder weiterspielen. Tschüss. Moin Moin und herzlich willkommen zurück, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe das ja jetzt alles mal so laufen lassen, damit ihr mal seht, wie oft ich sterbe. Und unglaublicherweise habe ich 17 Leben. Ich habe da eben schon ein paar Mal auf diesen Knopf gedrückt, weil ich es kaum glauben kann, dass ich 17 Leben habe. Das ist so, weiß ich nicht, unnatürlich. Aber ich habe 17 Leben. Und ich bin da so stolz drauf. So. Diesmal wollen wir dieses Level hier nicht verkacken, hoffe ich doch. So, und dann springen wir hier nochmal rüber. Und da. Und da sind wir schon wieder weggebrutzelt. Oh, wie kann man denn so blöd sein und hier direkt schon wieder sterben? So, noch einmal darüber. Halt, nochmal das Level, dann kann ich da auch nichts dran ändern. So, wieder den Uka-Uka einsammeln. Ich sehe schon wieder, wie mein Leben schwinden. Ach, Kacke. Den wollte ich eigentlich nicht kaputt machen. So, komm schon. Das Level ist scheiße. Was ist das eigentlich für ein Kopf? Davon hatte ich in einem anderen Level schon mal einen gefunden. Ich weiß überhaupt nicht, was der bringt. Ui, was ist das denn hier Schönes? Tucker, ein Laufband. Mist. Gut, machen wir das dann so. Und weg ist die Kiste. Ich weiß auch nicht, was die Dinger hier machen, um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung. Die sehen ja fast aus, als wenn die schießen könnten. Oder es sind einfach nur so eine Art Kameras. Dann frage ich mich allerdings immer noch, warum mir die Kamera so wehtut. Das ist echt unfair. Was? Ich hatte keinen Checkpoint bis dahin? Ja, super. Achso, die kann ich auch so wegmachen. Zack, darüber. Och, Mensch. Ja, ich hoffe, der nächste oder der erste Checkpoint ist nicht allzu weit weg. Weil das finde ich doch jetzt ein bisschen kacke. Nicht, dass das nachher noch heißt, wir sind jetzt hier auf der letzten Insel und hier gibt es einfach keine Checkpoints mehr. Ich meine, das wäre einfach mal mega scheiße. Okay,
okay, die Kameras kann ich also auch wegschlagen. Ha, das macht die ganze Sache ja viel einfacher. Ups. Ja, toll, wie soll ich das Leben kriegen? So, haha, gut. Sehr schön gemacht. Da gehen wir einfach runter durch. Das interessiert uns gar nicht, dass das Ding da rumfliegt. Ach, scheiße. Und schon wieder bis dahin, kein Checkpoint. Wieso gibt's denn bis dahin keinen Checkpoint? Ich meine, das ist schon voll weit gewesen. In den anderen Leveln war da schon längst ein Checkpoint gekommen. Was für eine Scheiße hier. Vor. Immer gut aufpassen. Immer hier runter. Jetzt hier auch wieder verdammt aufpassen. Nein, 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 nein. Spring, spring, spring. Nein, spring nicht zu weit. Spring. Hallo, wo springst du hin? Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt. Oh, ich stehe auf festem Boden. Es gibt hier, glaube ich, gar keine Checkpoints. Ich meine, ich habe jetzt schon zwei von diesen Bonus-Level-Dingern. Es gibt einen Checkpoint. Ich nehme es wieder zurück. Mich wundert das trotzdem ein bisschen. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon zwei von den Bonus-Level-Teilen. Und habe noch... habe erst einen Checkpoint gefunden. So, komplett Bonus-Level. Das heißt, wenn ich jetzt das Bonus-Level schaffe, dann könnte ich ja wieder speichern. Aber es muss, glaube ich, noch eine andere Möglichkeit geben, dieses Spiel zu speichern, außer durch ein Bonus-Level. Nein! Und ich habe meine Chance verkackt. Ich habe einfach verkackt, habe ich. Total verkackt. Aber das macht nichts. Dann muss ich jetzt halt so viele Parts aufnehmen, bis ich irgendwann Bonus-Level wieder geschafft habe. Es war zwar eigentlich nicht von mir geplant, jetzt so viele Parts am Stück zu spielen. Ich dachte mir so einfach mal eine Runde wieder Crash Bandicoot, aber gut, dann nicht. Dann halt ein paar mehr Runden. Das ist jetzt sowieso schon die dritte Runde, die ich jetzt am Stück spiele. Ja, genau. Noch ein Versuch. Warum klappt das wieder jetzt nicht? Eben gerade ging das doch so gut die ganze Zeit. Also dieses Level lang jetzt, muss ich sagen. Klappt es besser als vorher. Komm schon. Ja, sehr schön. Bisschen mehr Chancen. Durch diese Maske wieder. Wow. Was ist das für ein abgefahrener Scheiß? Ja, zwei Masken. Okay, sehr gut. Okay, und immer diese Aufzüge hier, diese Fahrstühle. Wenn man davon redet, kommen gleich zwei hintereinander, genau. Was für eine Scheiße, hör auf damit. Wiedersehen. Ja, und wo kommen wir wieder hin? Natürlich. Natürlich.
Warum sollte man dann noch irgendwo hinkommen, wo man eben gerade war? Nein, man wird wieder gleich 12 Lichtjahre nach hinten geschleudert. Dieses Spiel ist so unglaublich, das macht mich so fertig. Da habe ich Glück gehabt. Okay, okay. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen hier, mit dieser Fahrstuhlkacke hier, mit diesem... So, da sammle ich zuerst den hässlichen Kopf ein. Wobei ich da immer noch nicht weiß, was der bringt, ne? Aber vielleicht kriegen wir in diesem Level mal 3 davon. Sehr schön. Nein, nicht wieder ganz runter. Gut, dann halt ganz runter. Ich würde gerne die Äpfel mitnehmen, danke. Noch ein extra Leben. Oh, noch 3 extra Leben. Wow. Und Levelende. Oh mein Gott, ein Levelende! Okay, und damit bedanke ich mich mal wieder fürs Zusehen und beende diesen Part jetzt. Bis dann, tschüss!